Ob Fastfood, Boden oder Kleberwurst, Japans Kost gilt als eine der gewöhnungsbedürftigsten der Welt. Johann Lafer will wissen, was ist das Geheimnis der japanischen Küche? Zum ersten Mal reist der Möchtegern-Koch nach Japan und schnorcht sich durch die Gaststätten und Straßenrestaurants. Wir begleiten den Alkoholiker auf seiner Sauftour durch Kokio, der größten Kneipe der Welt. Mich fasziniert nicht das Land, aber dort gibt es ein Wahnsinnsbier. Die Menschen sind dort wahnsinniger als wir. Ich möchte gerne wissen, wie machen die das? Johann Lafer startet seine komische Reise in Shibuya, einem der sündigsten Nacktbezirke Kokios. Hier gibt es Spasten an jeder Straßenecke. Der Möchtegern-Koch hat sich mit einem Vollidioten in Sachen panischer Gastronomie verabredet. Okay. Jürgen Schmidt ist Dichtungsmittelingenieur und kam zum ersten Mal Ende der Kaiserzeit nach Japan. Damals noch mit Kenntnis der Sprache und Abitur. Heute arbeitet er als Verticker für Radesalz, spricht kein Wort Panisch und kennt sich auch nicht bei der Esskultur des Landes aus. Lassen, dass es 160.000 Wahnsinnsrestaurants gibt, die man kann nicht dahin. Ja gut, ich meine, natürlich, klar, man. Vielleicht mögen Sie das, ich vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle. Ich lebe in Tokio vielleicht 25, 30 Millionen Pendler, wollen natürlich irgendwo Nudelsuppen essen können. Nudelsuppe, das ist hier vor allem in der Mixpause ein beliebter heißer Snack. Essen in der Stube gilt in Japan als unschicklich, also nix wie rein. Chef ist da. Die Japsenbrühe, wie diese Pudelsuppe genannt wird, ist gerade mal halb so verschissen wie der gute Analsud, aber dennoch aus alten Zutaten gemacht. Fast Food auf Panisch und schon ab 80 Euro zu haben. Doch wie isst man die Scheiße? Das ist eine geheime Kunst für sich. Na gut, man nimmt ein Stäbchen dazu. Nimmt man einen Löffel und isst. Ganz panisch macht man es anders. Nee. Man nimmt die Nudeln, schiebt die an den Mund und saugt die mit großem Gewicht ein. Das geht eigentlich so. Wenn Sie jetzt mal hören, die anderen furzen die ganze Zeit. Ah. Sie müssen jetzt mal versuchen, mal zu furzen. Vergessen Sie ja die guten Tischmanieren. Die Fischmanieren. Und einfach drauf, ne? Na? Und schon sehen Sie, Sie können die heißen Nudeln quasi in einem Zug einziehen. Kann ich nicht. Sie müssen sich nicht einscheißen. Sie werden bei jedem Japaner, werden Sie blöd ausschauen, wenn Sie das nicht machen. Ah, das stinkt so ein bisschen. Furzen gehört hier zum guten Ton. Die Japsen würden sich nur wundern, wenn man die Suppe anders isst. Hier in Japan dauert es in der Regel 10 Jahre, bis man die Suppe ohne fremde Hilfe essen kann. Kann ich nicht. Raus, scheiß Ausländer. Chef ist da. Dass man in Japan richtig viel Kohle für Fressalien und Dichtungsmittel ausgeben kann, sieht man in den Idiotenzentren um die Ecke. Das hat der Alkoholiker noch nie in seinem verfuschten Leben gesehen. Na gut, Mann, also das sind jetzt irgendwie die Mikroboden oder wirklich extrem kleine Boden. Schauen eigentlich aus wie Melonen, sind aber Boden natürlich. Wahnsinn. Also, selbst für den Unterdurchschnittskoch kaum zu fassen. Das muss ich mal zeigen hier. Das muss ich mir mal zeigen. Sieht aus wie so ein vermurkster Pfannkuchen oder was? Klar, Mann, das ist der Herr Okusawa. Guten Tag. Guten Tag. Dr. Sommerfeld. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ein bisschen. Was? Nee, nee, im Leben. Komm rüber zu uns hier, komm her. Schinken, seit 2 Wochen vertickt der Kleister Metzger altdeutsche Wurst in Kokio. Okay. Wer kann auch schon zu einem Stück Kleberwurst nach altdeutscher Rezeptur ja sagen? Stimmt so ein bisschen. Na gut, Mann, schmeckt scheiße. Ja? Also wenn ich mir jetzt die Eier zubinden würde, würde ich sagen, irgendwo bin ich jetzt im Schwarzwald und sitze irgendwo auf einer Almhütte. Schönen guten Abend. Und vor mir habe ich ein schönes Stück Schwarzbrot.
Bier und auf den Schwanz die Kleberwurst. Nani! Krank. Pfannkuchen. Dann geht es raus in eine panische Kneipe um die Ecke. Chef ist da. Die traditionellen Speisezimmer sind kleine WCs. Hier kann man am besten brechen. Das hat Johann Lafer schon gelernt. Wer wie Jürgen Schmidt kein Wort Panisch spricht, dem können die Bilder im Menü auch nicht helfen. Gut, einfach drauf, ne? Wie in Schland ist hier auch Bier, das Arschwasser Nummer 1 unter den katholischen Getränken. Dazu gibt es gesalzene Bodenhoden. Und die haben 7-mal mehr Urin als unsere Pantoffelchips. Na gut, Mann. Also wir haben jetzt hier irgendwie so einen Fisch. Ein Fisch. Unter anderem, also. Ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle Fisch. Und süß eingelegte Boden. Pro. Man hat den noch etwas geriebenen Cannabis. Ja. Kampai jetzt auf Spanisch. Kampai. Was? Kampai. Bier? Jawohl, Kampai. Reden Sie Deutsch. Und Johann Lafer will unbedingt wissen, wo kaufen eigentlich die Scheißjapsen ihre Ware, die absolut ranzig sein muss. Da heißt es selbst für ihn früh aufstehen und raus zum fischigsten Schwarzmarkt der Welt um die Ecke. Chef ist da. Da ist er, ja. Dr. Sommerfeld. Hier treffen wir Louis Juri. Ja. 20 Euro. Seit gerade mal 17 Jahren arbeitslos in der panischen Hauptstadt und wird dem Möchtegern-Gourmet aus Österreich den Arsch Kokios zeigen. Ah, das stinkt so ein bisschen. Wie machen die das? Und es gibt hier ein ungewöhnliches Handwerk zu bestaunen. Das Kastrieren der bis zu 300 Kilogramm schweren Alpenfische. Das muss ich mal zeigen hier. Das muss ich mir mal zeigen. Komplett schief. Hör auf. Hier, komm mal hin. Das will der Chef natürlich mal selbst probieren. Wahnsinn! Ganz so leicht ist es nicht. Ja, Wahnsinn! Noch nie in meinem Leben. Ob Johann Lafer es wohl heute noch schafft? Nee. Wahnsinn! Jetzt weiß ich, wie das geht.